Ringen. Zwei Tage noch, bis wir die Unterbau-Achterbahn bekommen. Und ich bin gespannt, was das sein wird. Wir müssen erstmal ein bisschen Geld, wie gesagt, reinkriegen. Dann werden wir die Wasserrutsche bauen. Wo könnte man die hinstellen? Die könnte man eigentlich hier in den Bereich beginnen lassen. So, Unterbau, Achterbahn. Ach, das ist die. Hat man die schon mal gebaut? Weiß ich jetzt nicht. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Und wir fangen jetzt mal an, die Wasserrutsche zu bauen. Eigentlich könnte die doch ideal... hier über den Weg führen. Hier müsste man eigentlich eine Attraktion dazwischen bauen. Zwischen die beiden Sphinxe. Hier stehen die Säulen im Weg und ich wollte ja nichts wegreißen. Könnte eigentlich auch eine Underground-Wasserrutsche bauen, die nur unterirdisch läuft. Die Station ist oberirdisch. Und der Rest... Und hier so ein bisschen der erste Drop. Geht oberirdisch, dass sie so ein bisschen Schwung aufnehmen und dann geht es einfach bloß abwärts. Passt das jetzt oder ist dann da der Weg im Weg? Zu niedrig. Oh. Dann halt so. Das da jetzt wieder hoch machen oder ja. Ja, bauen wir das Ding einfach unterirdisch. Muss erst erhöht werden. Aha. Land muss erst erhöht werden. Da brauche ich doch mal einen weiter. Es ist die Frage, wenn das unterirdisch ist und die so fahren. Und wie sieht das dann aus? Wie so ein Tunnel dann? Na gut, lasse ich die mal offen. Eigentlich müsste man das so machen. Zumachen aus Sicherheitsgründen. So, hier geht es jetzt wieder runter. Da muss ich, glaube ich, wieder sowas bauen. Und da geht jetzt gerade irgendwas kaputt. Da kommt mal eine enge Kurvenkombi. Ich bin gespannt, ob die überhaupt ja den Speed haben, hier durchzurutschen. Also ich hoffe es wenigstens. Hier nehmen die nochmal ein bisschen Fahrt auf. Fußweg im Weg. Aha. So, und dann nehmen die Kurs auf die Station. Irgendwie so stelle ich mir das jetzt vor.
Und dann am Ende kommt einfach der Lüftel. Passt das oder muss ich zwei weite Kurven bauen? So passt das. Oh, schon wieder dreiviertel Stunde vorbei. So, nochmal speichern. Immer schön speichern, ist das Wichtigste. Da kommt ein Schutzzaun hin, dass da keiner reinfällt. So, der ist jetzt hier, macht jetzt hier durch. Ich glaube, eventuell sollte man hier auch noch einen Lüfthill hinbauen, falls sie dort stecken bleiben. Obwohl die eigentlich genug Geschwindigkeit haben. Die würden erst hier hinten hängen bleiben. Und dann dort hochrutschen. Nee, so stelle ich mir das vor am Ende. Ah, ich will das trotzdem mal anders machen. Lüftel, Kurve. So hier. Oh, hier sieht man es durchschimmern. Was ist denn das für eine Stelle dort? Kann ich da vielleicht... Ich glaube, das müsste gehen. Jetzt so. Nochmal eine Testfahrt zur Sicherheit machen, nicht, dass sie dann doch dort crashen. Als nächstes kommt das Riesenrad am 25. Und das Ding heißt Pharaos Tomb. Das ist sozusagen eine Fahrt durch das Grab des Pharaos. So in etwa. Nee, doch, das passt an der Stelle. Das passt so lange, bis es da den ersten Crash gibt. Das hoffe ich nicht. Achtung, es ruft gleich wieder den Zaun weg. Mit Ansage. Die Zaunwegruppung. Das ist dann immer toll, wenn sowas mit Ansage passiert. Könnte eigentlich auch passen zum Sand, die gelben Eintrittswege nehmen, aber jetzt bleibe ich bei den blauen. Ich muss noch einen Eintrittspreis setzen für die Bahn.